Moin Moin und guten Tag, mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy, und ich bin der Admin von dem Werbeportal trafficwave.de. Beim Schreiben der E-Mails erreichen mich immer mal wieder Anfragen, wie das denn funktioniert mit dem HTML-Code und ob man zum Beispiel Emoticons nutzen kann oder Emojis nutzen kann. Grundsätzlich sollte eine E-Mail in diesem Editor so einfach wie möglich gestaltet werden, dann gibt's auch keine Probleme. Diese Ansicht ist der VisiWig-Editor. What you see is what you get. So sieht das nachher eigentlich in der Mail aus. Aber jeder verschiedene E-Mail-Anbieter stellt das unterschiedlich dar und manche Sachen funktionieren einfach nicht immer so wie gedacht. Deswegen mit Bilder einführen und Links einfügen immer noch einmal kontrollieren. Fangen wir an mit den Emojis. Hier ist überhaupt gar nicht vorgesehen, dass irgendwelche Sonderzeichen oder Emojis, also dieses hier heißt Sonderzeichen. Diese Sonderzeichen hier sind nutzbar, die kann man nutzen, aber mehr eigentlich nicht. Will man trotzdem unbedingt ein Emoji einbinden, muss man das über den HTML-Code dieses Emojis machen. Das habe ich hier unten schon einmal eingefügt. Man muss erst einmal hier so einen Platzhalter einfügen, damit man weiß, wo das hingehört. Dann geht man auf die HTML-Darstellung, sucht sich hier diesen Platzhalter und dort muss dann der Code für dieses spezielle Emoji eingebunden werden. Und den findet man zum Beispiel auf dieser Seite oder auch auf dieser Seite. Da sind eine ganze Menge Emojis hier aufgelistet und wenn man halt hier runter scrollt, kann man zum Beispiel also ganz verschiedene Sachen hier, dieses Handzeichen zum Beispiel, das ist dieser Code hier, das ist der HTML-Code, den müssen Sie herauskopieren, linke Maustaste gedrückt halten, rechte Maustaste kopieren, dann hier in Ihren Editor gehen, die HTML-Version aufrufen, dann hier, wo die X'e sind, linke Maustaste gedrückt halten, und dann einfügen. Das ist hier der Code. Und wenn man dann auf Aktualisieren geht, dann findet man hier eben das entsprechende Emoji. Es ist also möglich, aber nicht ganz so einfach. Das zweite, was ich immer sage, wenn Sie gucken wollen, ob die Links hier funktionieren, kann man eben auch auf HTML schauen, dass hier der Link auch als Link dargestellt ist. Das ist hier der Link, der dort stehen soll. Oder man guckt eben hier oben, ob das hier auch als Link eingetragen ist. Da kann man dann noch den Text oder den Titel noch zusätzlich eingeben. Wenn man will, hier klicken, erscheint dann dort. Oder man kopiert eben das Ganze raus und setzt das in seinen Browser ein. Und jetzt kommt das nächste Problem. Dieses ist bei Google Mail wirklich nicht ganz einfach. Es ist möglich, aber nicht ganz einfach. Deswegen, ich zeige das jetzt einmal in einem Video auf Deutsch, wie man die HTML-Version einer Mail bei Google Mail einfügen kann. Gehen Sie jetzt wieder auf die HTML, auf Steuerung A und auf Steuerung C. Damit haben Sie es kopiert. Oder rechte Maustaste kopieren. Das geht auch. Dann gehen Sie in Ihr Google Mail-Konto. Dort gehen Sie auf Schreiben. Dann natürlich an sich selbst. Als Test und Betreff Test. Jetzt müssen Sie auch hier wieder, das ist hier die Unterschrift, der Absender, den Sie woanders eintragen können, der ist immer da bei mir. Hier müssen Sie jetzt wieder mit einem Platzhalter arbeiten. So, Platzhalter, was auch immer Sie dort nehmen wollen. Diesen hier mit der linken Maustaste gedrückt halten, markieren, dann rechte Maustaste und auf Untersuchen klicken. Dann öffnet sich dieses Feld hier. Lassen Sie sich nicht davon verwirren, das brauchen wir alles gar nicht. Einfach jetzt dieses hier, was hier blau ist, noch einmal. Rechte Maustaste und hier unten Edit as HTML, also mit HTML bearbeiten. Wieder klicken. Dann sehen Sie hier dieses Feld. Und das können Sie jetzt mit HTML bearbeiten, indem Sie jetzt hier von dem Div alles das, was an X ist, wieder markieren, dann Steuerung V oder rechte Maustaste einfügen und dann einfach
hier klicken, hier oben dieses Fenster wieder aufmachen und Sie sehen, hier ist jetzt die Mail, die wir schreiben wollen und die können Sie sich dann zuschicken. Einfach auf Senden klicken und dann können Sie sehen, wie die Mail bei Ihnen aussieht. Also es ist tatsächlich möglich, über Google Mail die HTML-Version sich anschauen zu lassen und sich selbst zuzuschicken. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man auch raus, wie es geht. Ich nutze Thunderbird, da ist es wesentlich einfacher, da geht es wirklich ganz simpel. Sie müssen schauen, wo bei Ihrem E-Mail-Anbieter die Möglichkeit besteht, eine vorgeschriebene Mail als HTML-Code oder in der HTML-Version einzufügen, sie dann in die normale Browser-Ansicht zu überführen und sie sich dann als Test zuschicken zu lassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Erfolg mit Traffic Wave und den E-Mails. Und bis zum nächsten Video, Ihr Doc Goy. Tschüss.